Lignin ist diejenige Substanz, die Zellwände verholzen lässt. In verholzten Zellwänden kann Lignin einen Massenanteil von 25-30% erreichen. Und Lignin repräsentiert rund ein Drittel des jährlich global fixierten Kohlenstoffs. Lignin verleiht der Zellwand zusätzliche Druck- und Zugstabilität. Gleichzeitig macht Lignin die Zellwand aber auch wasserundurchlässig, weshalb die Zelle schließlich abstirbt. Verholzte Zellwände sind daher typisch für Zellen, die ihre Funktion im toten Zustand erfüllen. Die wichtigsten Beispiele dafür findet man im Xylem. Bei Laubbäumen sind es die Gefäßelemente der Tracheen und Holzfasern, bei Nadelbäumen sind es die Tracheiden. Das Lignin umgibt die anderen Komponenten der Zellwand. Es umschließt die Zellulosefibrillen, Hemicellulosen und Pektine wie ein zunächst noch flüssiges Harz, das anschließend aushärtet. Die Zellwandkomponenten werden regelrecht in Lignin eingegossen. Die Verholzung der Zellwand ist allerdings eine Einbahnstraße. Der Einbau von Lignin kann von der Pflanzenzelle nicht mehr rückgängig gemacht werden. Lignin ist keine chemische Verbindung im herkömmlichen Sinn, weil seine chemische Struktur nicht einheitlich ist. Der Grund für diese Besonderheit ist die Art und Weise, wie Pflanzen Lignin bilden. Zunächst erzeugt die noch lebende Zelle im Zytoplasma die drei Bausteine des Lignins: Kumarylalkohol, Konifferylalkohol und Sinapylalkohol. Sie leiten sich von den aromatischen Aminosäuren Phenylalanin und Tyrosin ab, die in den Plastiden erzeugt werden. Kumaryl, Konifferyl und Sinapylalkohol sind die Lignin-Monomere. Die Zelle transportiert die Lignin-Monomere aus dem Zytoplasma in die Zellwand. Hier polymerisieren die Monomere zu Lignin. Enzyme aus der Gruppe der Peroxidasen spalten ein einzelnes Elektron bzw. ein Wasserstoffradikal ab. Das geschieht jeweils hier bei dieser OH-Gruppe. Dadurch bleibt auch das Lignin-Monomer als Radikal zurück. Ein Radikal ist ein Molekül mit einem ungepaarten Valenzelektron. Weil die Radikale äußerst reaktionsfreudig sind, reagieren die so aktivierten Lignin-Monomere spontan miteinander. Dabei entstehen neue, stabile, kovalente Bindungen. Man sagt auch, die Monomere polymerisieren. Sie bilden ein wachsendes Polymermolekül, das Lignin. In der Abbildung haben hier und hier und hier einzelne Monomere miteinander reagiert. Weil die Lignin-Monomere an vielen verschiedenen Orten im Molekül neue Bindungen machen können, entsteht kein einheitliches Polymer. Der hier gezeigte Ausschnitt ist deshalb nur ein mögliches Beispiel, wie ein Lignin-Molekül aussehen könnte. Tatsächlich besitzt Lignin keine einheitlich definierte chemische Struktur, die man ein für alle Mal in ein Lehrbuch übernehmen könnte. Manche Autorinnen und Autoren gehen davon aus, dass alles Lignin in einem Baumstamm drin ein einziges zusammenhängendes Molekül bildet. Dieses Molekül wäre viele Meter lang und hunderte Kilogramm schwer. Riesig für ein einzelnes Molekül.